ins Stadion, hätte ich fast gesagt. So, genau. Ja. Aber rennt nicht alle nach vorne, sondern konzentriert euch ein bisschen. Aber guckt, dreht euch nochmal um sonst. Okay? Hallo, ich bin Jonas Jasper, Betreuer des Indus Kickers Teams von Blau-Weiß und dem St. Lukasheim. Es ist der erste Blockspieltag der Emsland-Liga. Die ist in Deutschland Landkreis. Also wenn man überlegt, dass es ein Landkreis ist, Emsland ist das deutschlandweit der einzige Landkreis, der das so hinbekommen hat. Es sind insgesamt 7 Mannschaften aus dem ganzen Emsland, die eine Inklusionsmannschaft gestellt haben. In verschiedenen Altersklassen, in 2 genau. Wir haben jetzt über 2 Jahre trainieren wir schon mit den Kindern und letztes Jahr im März entstand die Idee, mit allen Betreuern der verschiedenen Mannschaften zusammen doch eine Liga zu gründen, wo die Kinder sich regelmäßig treffen. Und das haben wir über ein Jahr geplant und sind wahnsinnig stolz, wirklich, dass wir das jetzt hier heute das erste Mal so gestalten können. Und wir sind wirklich auch froh, dass Zuschauer da sind, dass alle Kinder so glücklich sind, dass die Spiele so friedlich auch verlaufen, dass keine bösen Fouls dabei sind, keine Beleidigungen. Also es ist noch besser, glaube ich, als wir uns das eigentlich erhofft haben. So, also sie sind echt motiviert und die haben wahnsinnig viel Lust. Also für die ist es natürlich auch ein Highlight so. Und wir sind auch echt stolz auf unsere Jungs, dass sie da so viel machen. Was man auch sagen muss, wir hatten ältere Spieler dabei, die machen heute die Betreuer auch da. So selbstverständlich fahren wir doch noch mit, obwohl wir nicht mitspielen können. Echt toll, wirklich. Also neben den sportlichen Kompetenzen natürlich auch wirklich Soziales. Also dieses Verständnis für andere, mit anderen umgehen, auch mal zurückziehen zu können. Zu sagen, komm, jetzt lauf weiter mit dem Ball. Ich finde ganz viel, so Dankbarkeit ist auch dabei und so, ja, so der Blick für die anderen. Also die Kinder, weil ich auch viel gesehen habe, die spielen sehr viel ab. Es ist keiner dabei, der versucht, komplett von hinten durchzurennen. Selbst wenn das vielleicht für einige möglich wäre, rein vom fußballerischen Können. Das ist schon schön zu sehen, dass sie sich nochmal umdrehen, nochmal gucken. Also man muss ehrlich sagen, wir sind hier heute hingefahren, weil wir dachten, so, eigentlich könnten wir wohl gewinnen, sage ich mal. Aber es geht ja auch wirklich um den Spaß. Und wir haben nächsten Monat schon wieder einen Blockspieltag, wie man so schön sagt, der nächste Spieltag kommt. Wir denken von Spieltag zu Spieltag. Nein, aber ich glaube, für die Kinder ist es auch eine Motivation, beim nächsten Spieltag sich zu beweisen. Ich glaube, so betrachten das viele hier. Das nächste Blockspielturnier findet in Papenburg statt. Wann ist es und wer darf kommen? Das findet am 6.5. statt und da sind auch wieder alle Mannschaften eingeladen erstmal von hier und auch die Familien und alles mögliche und wir vor allem würden uns so sehr freuen, wenn das St. Lukasheim mit seinen Wohngruppen da ist, weil das halt einfach auch wirklich Teil des Lukasheims ist und worauf wir auch stolz sind. Wir sind gerade in der Besprechung, wie das Lukasheim auch dort Werbung machen kann mit unserer Mannschaft und da sind wir schon sehr weit fortgeschritten, wirklich auch mit Frau Schmidt, das läuft sehr gut. Und da muss man sagen, da sind wir auch sehr, sehr froh drüber und wir hoffen einfach, dass so viele Menschen wie möglich aus Papenburg oder Umgebung dorthin kommen und sich das mit angucken. Also wir freuen uns, dass überhaupt Blau-Weiß dieses Projekt möglich gemacht hat. Wir haben vor drei Jahren fast mittlerweile angefangen und hätten wir damals Blau-Weiß nicht gehabt, ich glaube, dann würden wir heute nicht stehen. Vor allem Herr Strelau, der uns wahnsinnig unterstützt hat, der die Trikots organisiert hat, Trainingsutensilien, der sich darum kümmert, dass wir jedes Mal einen Trainingsplatz haben. Also wirklich, ihm gebührt ein riesengroßer Dank und auch, dass er heute hier mit hinfährt an seinem freien Sonntag. Also wir sind da sehr froh, dass wir ihn und auch Blau-Weiß im Rücken haben. Ja, mein Name ist Michael Koop, ich bin Präsident des Kreissportbundes Emsland und ja, gleichzeitig natürlich zuständig für alle Fachverbände, nämlich 26, die wir haben. Da gehört der Fußballverband natürlich auch dazu. Ja, als wir angefangen sind, war es das gar nicht so einfach, weil Inklusion kostet Geld. Das lesen wir überall in den Zeitungen, auch in den kommunalpolitischen Diskussionen findet das statt. Und wir sind froh und dankbar, dass wir mit Landrat Reinhard Winter jemanden gefunden haben, der sich sehr für dieses Projekt engagiert, sich sehr einsetzt und viel Geld bereitgestellt hat, ähnlich wie die Sparkassenstiftung. Der Landessportbund Niedersachsen war in den ersten Zügen beteiligt und auch die Lotto-Sportstiftung Niedersachsen. Dafür gilt natürlich unser herzlicher Dank. Das war ein ganz großer Meilenstein, erstmal das Kapital zu finden. Und dann war es natürlich eine Herausforderung, auch die Vereine dafür zu begeistern. Wir haben fast 70 Vereine mittlerweile, die Sport für Menschen mit Behinderungen anbieten. Das ist Herzensangelegenheit, das begeistert. Und das würde ich gerne an dieser Stelle übertragen auf andere Vereine.
Vereine. Habt Mut, das zu tun. Ihr kriegt so viel Dankbarkeit, so viel Schönes wieder. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, was sich abspielt im Moment im Emsland, im Sport für Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung natürlich. Und vielleicht gibt es auch andere Ligen demnächst. Da müssen wir mal gucken, ob wir da von Seiten des Kreissportbundes auch andere Verbände begeistern können, sowas zu tun. Andere Ligen, das heißt also in anderen Sportarten? In anderen Sportarten. Also der Dank gilt natürlich hier dem Fußballverband, der mal wieder Vorreiter für uns ist, weil er ist auch unser größter und stärkster Verband. Aber ich könnte mir das Gleiche vielleicht ja auch im Handball vorstellen, im Schwimmen Wettkämpfe zu organisieren, in der Leichtathletik. Wir müssen mal gucken, was da so möglich ist. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Okay. Ja, mein Name ist Hubert Börger, ich bin der Vorsitzende des Kreisfußballverbandes Emsland und damit für 121 Fußballvereine im Emsland verantwortlich. Herr Börger, wenn Sie dieses Bild heute sehen, wie geht es Ihnen dabei? Ja, heute Morgen ist mir das Herz aufgegangen, nicht nur am Wetter, sondern wegen dieses Turniers. Wir haben das ja im März beschlossen, dass wir hier heute starten und es passt alles und wir sind so glücklich, dass wir das für den Kreissportbund hier als Fußballverband durchführen können und wir haben extra die Regeln so angepasst, dass wir ganz offizielle Spieltage hier veranstalten, wo auch Tabellen erstellt werden und so weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte und wir als erstes in Niedersachsen, als erster Kreis, sind ganz stolz, das durchführen zu dürfen. Ja, wir müssen das noch weiter veröffentlichen. Gerade diese Veranstaltung oder die Serie dieser Veranstaltung hoffe ich, die dazu beiträgt, dass sich auch andere Vereine noch überlegen, hier mit einzusteigen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das zum Ende des Jahres klappt.